Hi, ich bin Simon, euer Muskelmacher. In diesem Video geht es mal um die Masseaufbauernährung. Das Video wird sicherlich interessant für diejenigen, die sich einfach sagen, ich habe Probleme im Masseaufbau, in meiner Massephase ordentlich viel Energie zu mir zu nehmen, weil ich einfach nach 3 Mahlzeiten am Tag nicht mehr eine vierte reinbekomme, weil ich einfach nach einem kleinen Teller Nudeln nicht noch mehr essen kann oder weil ich nach 3 Kartoffeln satt bin. Das betrifft zum einen so die sogenannten Hardgainer, das betrifft natürlich viel eher so diese sogenannten ektomorphen Körpertypen, aber auch diejenigen mit einem Zwergmagen, die einfach recht schnell satt sind und sich sagen, ja, Essen ist jetzt vielleicht nicht mein größtes Hobby, schmecken tut es mir auch nicht immer, aber ich habe auch einfach ein riesengroßes Problem und darüber bin ich mir bewusst. Ja, ich zeige euch mal so die typische Masseaufbauernährung, auch das, was Hardgainern immer wieder empfohlen wird, hier Haferflocken. Das sind ja richtige Energiebündel, richtige Energieflocken. Pro 100 Gramm sind das so ziemlich 365 Kilokalorien, die haben. Aber man darf natürlich nicht vergessen, 100 Gramm muss man davon auch erstmal runterbekommen. Das muss man erstmal schaffen, davon 100 Gramm zu essen. Man sieht ja auch relativ schnell so in der Schüssel, quellen die auf, also die Milch wird immer weniger, so kommt es einem so zumindest vor, weil die eben in die Flocken reingezogen wird. Dadurch wird es sehr sämig und dieser Prozess, der geht natürlich auch im Magen weiter. Das heißt, die quellen im Magen auch noch auf und halten sehr lange satt. Genau das ist das Problem mit der Sättigung. Also die machen sehr satt, man kann danach einfach erstmal für einige Stunden nichts essen, hat so dieses Gefühl, Backstein im Bauch, wovon ich immer gerne spreche. Das ist so das Hauptproblem bei den Haferflocken. Dann haben wir hier auch noch was, was immer sehr gerne angepriesen wird. Ja, du musst einfach Bananen essen. Bananen sind die Lösung aller möglichen Probleme auf dieser Welt. So nach dem Motto, stimmt, Bananen sind lecker, Bananen sind gesund, kann ich auch wirklich nichts Schlechtes zu sagen. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, eine Banane haben ungefähr 100 Kilokalorien. Das heißt, jemand, der 3000, 4000 Kilokalorien zu sich nehmen müsste, was jetzt auch gar nicht so extrem viel ist, müsste 30, 40 Bananen essen. Wenn ich diese 3 Bananen hier esse, bin ich definitiv satt. Da geht bei mir nicht mehr, abgesehen von der Verdauung, die bei dem einen oder anderen dann auch noch Kapriolen schlägt. Aber das ist, wie gesagt, eine individuelle Sache. Ja, was ich hier sonst noch drin habe, sind Pfirsiche. Können wir sagen, okay, 50 Kilokalorien, schmecken lecker, sehr süß, sehr lecker. So ein Apfel hat so 70, 80 Kilokalorien. Ein Apfel ist zum Beispiel sowas, was immer wieder unterschätzt wird, weil auch gerade von den Mikronährstoffen, von den Ballaststoffen ist ein Apfel was sehr Hochwertiges, was sehr Gutes, auch was sehr Günstiges. Und ich finde auch etwas sehr Leckeres. Ja, Problem ist natürlich, 70 Kalorien sind das hier, wenn das vielleicht nur mal gerade 60 sind. Die sind recht klein hier, die Äpfel. Wirklich lecker, riechen gut. Kann ich nur jedem empfehlen. All das, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist für den Masseaufbau gut. Es ist für Hardgainer auch gut. Aber die Probleme des Ganzen habe ich euch einfach erläutert. Diese geringe Energiedichte macht es einem einfach schwer, entsprechende Mengen davon zu sich zu nehmen, sodass man eben auch auf seinen Bedarf kommt. Genau dazu habe ich jetzt hier ein Paket da. Ich zeige euch das einfach mal nacheinander. Das sind hier zum Beispiel Cranberries, sind 1000 Gramm Cranberries. Die sind gesüßt mit Ananassaft, also ohne Kristallzucker. Ist natürlich ein sehr großer Vorteil, weil gerade diese Cranberries, die man sonst irgendwo in der Drogerie in so ganz kleinen Portionsbeutelchen bekommt, sind so gut wie alle gesüßt. Ich kann euch ja den Link dazu auch noch in die Videobeschreibung reinpacken. Von denen habe ich das hier freundlicherweise in Blitzgeschwindigkeit gesendet bekommen. Also 1 Kilogramm davon. Ich kenne die auch schon. Ich habe davon auch schon eine ganze Packung hier fast vernichtet. Ja, seht ihr schon, das ist die andere Packung davon. Die sind wirklich gut, die sind geschmacklich sehr lecker. Also da habe ich mir nochmal 1 Kilo gesaved. Dann habe ich hier die Apfelringe, zu denen sage ich gleich was, weil das war ja eigentlich auf das, was ich zu sprechen kommen wollte. Acai-Würfel habe ich mir auch noch bestellt. Das sind so eine kleinen Würfel aus Acai und aus Apfel. Also Acai an und für sich kriegst du eigentlich gar nicht in der reinen Form. Und die sind hier eben gewürfelt mit Apfel, mit Maltodextrin und Reismehl. Ist keine schlechte Sache, schmecken auch soweit ganz gut. Davon habe ich auch schon eine Tüte hier. Müsste ich jetzt suchen. Also die sind auch gar nicht so schlecht. Die kann man zum Beispiel abends wunderbar so vor dem Fernseher snacken. So als kleiner Snack, während ich mir sowas hier eher als Energielieferant noch mit in meine Cornflakes reinmache. Das heißt, ich esse die Haferflocken, ich mache auch irgendwas von diesem Teller hier rein, so eine Banane oder sowas. Aber ganz wichtig, von den Cranberries kommen als Highlights, als geschmackliche Highlights und als Energielieferant noch welche dazu. So, zu den Apfelringen sage ich später was. Jetzt hier erstmal ein richtiger Geheimtipp von mir. Wirklich ein Top-Tipp, müsst ihr euch auf jeden Fall merken, Macadamia-Kerne. Macadamia nennt man auch die Königin oder Kaiserin der Nüsse, weiß ich gar nicht so genau. Die sind ganz besonders teuer. Macadamia kostet im Supermarkt in so einem kleinen Beutel schon so, ich glaube, 2 Euro, 2,50 Euro. Da, wo ich immer einkaufen gehe, hier habe ich Bruchware. Also das sind keine ganzen Macadamia-Nüsse, sondern das sind sozusagen diese Kerne, die sind als Bruch.
und dadurch sparst du natürlich jede Menge Geld. Also das hier sind 1000 Gramm, ein ganzes Kilo. Wenn du das im Supermarkt kaufen würdest, wäre das erste Problem der Preis. Du würdest über 20 Euro dafür bezahlen, so ungefähr 25 Euro für diese gleiche Menge. Das zweite Problem wäre der extreme Zusatz von Salz. Gerade in diesen kleinen Portionsbeutelchen ist extrem viel Salz enthalten. Da überdeckst du eigentlich auch schon den Tagesbedarf an Salz, was natürlich auch nicht vorteilhaft ist. Das heißt, die hier sind ungesalzen. Hier hast du eben dieses besagte Problem nicht. Sehr reich an wichtigen Fettsäuren, sehr reich an Proteinen und natürlich auch geschmacklich. Gerade zum Backen sind die einfach mal mega geil. Einfach eine Handvoll davon rein oder zum Beispiel auch bei den Cornflakes einfach mal eine Handvoll davon rein. Mega Energielieferant. So, diese Tüte hat so 7.000, 8.000 Kilokalorien, müsst ihr euch mal vorstellen, was für eine extreme Energiedichte in diesen Nüssen drin steckt, aus Proteinen, aus essentiellen, wichtigen Fettsäuren. Und das ist schon mal ganz wichtig. So, jetzt ist der Karton leer. Hier habe ich noch die Rechnung. Wie gesagt, den Link dazu, den packe ich euch unter dieses Video in die Videobeschreibung rein. Jetzt wollte ich euch hier nochmal, bevor ich völlig zugebaut bin, diese Apfelringe hier zeigen. Davon bin ich ein sehr großer Fan. Ich habe davon auch schon eine ganze Tüte, also 1000 Gramm sind hier drin platt gemacht. Dafür habe ich so 4 Tage gebraucht. Ihr wisst ja, momentan bin ich eben auch im Masseaufbau, nachdem ich recht viel Masse verloren hatte. Das ist für mich natürlich auch eine sehr günstige Sache, jetzt einfach mal genau mit diesen typischen Lebensmitteln zu arbeiten, die mit dieser extrem hohen Kaloriendichte ausgelegt sind. Für mich ist es auf jeden Fall aus Erfahrung eine sehr leckere Sache gewesen, weil ich einfach zwischendrin einfach mal so eine Zwischenmahlzeit komplett aus Apfelringen und ein paar Macadamia-Kernen einbauen konnte. Diese Apfelringe sind ohne Zusätze, also vor allen Dingen auch ohne Zuckerzusatz. Die haben einfach von Natur aus eine gute Süße, aber auch keine übertriebene Süße, einfach was ganz Natürliches. Ich kann euch das ja mal eben zeigen. Auch ganz praktisch, dass diese zugebunden sind. Wenn man sich immer wieder frisch machen, sollte man auch auf keinen Fall irgendwie offen stehen lassen. Kann man davon auch ein paar Tage lang, ein paar Wochen lang naschen, ohne dass die irgendwie an Qualität verlieren. Ich mache das jetzt hier einfach mal auf. Ich kenne die natürlich schon, ich weiß schon, dass mir die gut schmecken. Die sind auch nicht so kross, sondern eher so weich. Also das sind richtige Ringe und keine Chips. Die haben eher so eine weiche Konsistenz, lassen sich wunderbar essen. Was man natürlich bedenken muss, ja, die sind sehr reich an Ballaststoffen, sehr gut für die Verdauung. Aber es kann halt eben auch gerade, was die Verdauung angeht, zu so einer Art Turbo-Effekt kommen. Also dass man hier isst und dann auch merkt, die Verdauung fängt sofort an zu arbeiten. Muss man immer darüber im Klaren sein, brauche ich nicht weiter ausführen. Die sind wirklich gut, geschmacklich echt lecker, natürliche Süße. Einfach für jeden zu empfehlen, der auf natürliche Snacks Wert legt. Ungezuckert ist hier alles, qualitativ gut und ich spare eben, jetzt liegt der Karton da hinten, bei so einer Sache auch relativ viel Geld, im Gegensatz zu den kleinen Käufen aus dem Supermarkt. Also das heißt, wenn du im Supermarkt Macadamia-Kerne kaufst oder diese Cranberries, sind die Portionsgrößen sehr klein, der Preis ist relativ hoch. Wenn du dir das in diesem Vorratspackage kaufst, dann hast du natürlich den Preisvorteil über die Menge und eben auch über andere Effekte, dass es hier zum Beispiel Bruchware ist, was für mich gar keinen Unterschied macht. Kann ich euch empfehlen, wie gesagt, alles was ihr auf dem Tisch seht, ist gut um Masse aufzubauen, sind alles super tolle Lebensmittel, aber man muss einfach wissen, die Energiedichte, die kann für den einen oder anderen wirklich ausschlaggebend sein, ob sie überhaupt in der Lage sind, entsprechende Mengen davon zu sich zu nehmen, und hier liegt die Energiedichte hoch, weil die einfach um das Wasser reduziert sind, im Gegensatz zu so einem Apfel, wo der Großteil davon Wasser ist, ist das Wasser hier vorhin schon entzogen, die schmecken einfach gut und bestehen eben aus den Nährstoffen in einer hohen Konzentration. So, ich werde mir jetzt ein paar davon gönnen. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.